Ich bin Haju Bertram. Und ich bin der Simon. Genau, und gemeinsam sind wir Circular Pop-Up. Und wir haben eine kleine Präsentation für euch vorbereitet, um euch mal einen kleinen Einblick zu geben, wie wir eigentlich entstanden sind, aus welcher Motivation, aus welchem Kontext heraus, hier aus der Stadt München und woran wir gerade arbeiten. Und abschließend, das hat der Miro eben schon angekündigt, haben wir Fragen an euch. Wir haben zwei Fragen vorbereitet und würden uns freuen, wenn ihr mit uns in den Austausch geht und eure Gedanken mit uns teilt. Ich teile jetzt mal erstes unseren Bildschirm und hoffe, ihr seht das jetzt alle. Passt das? Ja, danke dir. Prima, also wir sind Circular Pop-Up. Wir sind ein flexibel anpassbares Circular Economy Hub in München. Also was bedeutet das eigentlich, ein Circular Economy Hub, ein flexibles? Mal zum Background. Ich bin Paju, ich bin Designmanagerin und Kulturanthropologin und verstehe mich als Brücke und Vermittlerin in dieser Stadt. Ich bin über meine Masterarbeit und ein Acceleration-Programm am Strascheck-Institut in München auf das Thema Circular Economy gekommen, habe einen Verein mitgegründet, Circular Munich, und da heraus mit Simon beschlossen, wir haben Lust, Dinge aktiv zu gestalten und uns diese Stadt anzunehmen. Und da heraus ist Circular Pop-Up tatsächlich erst dieses Jahr entstanden. Ich komme eigentlich aus dem Medienvertrieb und habe mir dann irgendwann mit fast Mitte 30 die Frage gestellt, wo will ich eigentlich hin damit? Will ich 30 Jahre lang noch irgendwelche Nutzungslizenzen verkaufen? Und habe mir dann gedacht, ich kann ein paar Dinge und die würde ich aber gern in mehr sinnstiftendere Arbeit stecken, beziehungsweise an was, was ich mehr glaube als rote Teppiche und Champagner in Cannes. In diesem Sinne, so bin ich hier gelandet. Und wie sind wir zu dem Thema Circular Economy gelandet? Vielleicht für alle die, die nicht in München sitzen. Ich glaube, das lasse ich jetzt einfach mal weg. Wir wissen alle so grob, was Circular Economy ist. Aber hier in München ist etwas ganz Wunderbares passiert. Und zwar hat die Stadt vergangenes Jahr im Juli das Ziel verabschiedet. Sie möchten eine Circular City werden. Und da wurde der Abfallwirtschaftsbetrieb eben beauftragt, ein Konzept rund um das Thema Abfallvermeidung, Zero Waste zu entwickeln und darum aber eben auch mit allen Akteuren, AkteurInnen dieser Stadt ein ganzheitliches Circular City Konzept zu entwickeln. Ich glaube, das hat viele gepusht und viele dazu angehalten, wirklich auch was zu tun und aktiv zu werden, weshalb wir auch heute hier alle im Munich Urban Co-Lab zusammensitzen und diese Initiativen sichtbar machen wollen. München ist damit eine Vorreiterstadt. Das ist so oft in Deutschland auf städtischer Ebene noch nicht passiert. Jetzt sind wir gespannt, wie es weitergeht ein Jahr nach dieser Entscheidung. Es ist ja immer sehr schön, wenn die Politik Dinge entschließt. Dann heißt es ja aber auch immer noch, dass es ein wenig dauert, bis es umgesetzt wird. Und genau das haben wir uns auch gedacht. Und vor allem haben wir uns überlegt, wo kann man eigentlich ansetzen? Die Geschichte, die wir haben bei diesem Circular Economy Thema ist, dass wir eine ganz große Komplexität haben und es ist nötig, das Ganze auf konkrete Handlungsbereiche runterzubrechen. Außerdem brauchen wir Raum für Erfahrungen und Austausch und wir sagen immer, man muss die Dinge auch mal anfassen können und man muss sie erleben können, weil es einfach wahnsinnig schwierig und abstrakt ist, sich die kompletten Rohstoffkreisläufe neu zu denken. Und außerdem ist es natürlich mit vielen Unsicherheiten verbunden, gerade auf Unternehmensseite, die einfach nicht wissen, lohnt sich mein Return on Investment? Was passiert, wenn ich hier jetzt wirklich Geld reinstecke? Kommt dann wirklich was bei raus, was die Leute auch wollen? Und dazu braucht es eben Testfelder, um Möglichkeiten aufzuzeigen, aber auch um neue Produkte, Services und Ähnliches der Masse zugänglich zu machen und sichtbar zu machen. Na? So, nachdem wir uns für die Zukunft stark aufstellen müssen, bauen führende Unternehmen bereits interne Inkubatoren und Labs auf. Das Problem bei denen ist, diese sind meistens teuer, aufwendig, unsicher, unflexibel, abhängig und intransparent. Wir sitzen heute hier im Munich Urban Co-Lab. Ich habe auch hier das Gefühl, es ist eine relativ exklusive Kiste für Leute, die halt hier rein sollen und dürfen. So, das wollen wir ändern.
Und haben uns deswegen überlegt, was wäre, wenn wir quasi Hubs und Acceleratoren und Testfelder auf Zeit anbieten in wechselnden Räumlichkeiten. Dadurch würden wir Zeit und Kosten für Organisationen sparen. Wir ermöglichen verschiedene Umsetzungsformate. Wir garantieren flexibles und zielorientiertes Arbeiten und wir eröffnen Testfelder. Genau, ready to pop up. Das mal so grob als Background. Wir arbeiten aktuell mit Bosch Siemens Haushaltsgeräte zusammen. Die haben ein neues Konzept entwickelt, eine Dienstleistung, die nennt sich Blue Movement. Können wir auch gleich nochmal hier in den Chat stellen. Da geht es darum, Haushaltsgeräte zu vermieten. Und wir möchten diese Idee nach München in die Zivilgesellschaft, in die Bevölkerung bringen und eben sichtbar machen. Jetzt ist aber unsere Frage an euch. Wir haben gelernt, Circular Economy Transformation in einer Stadt gelingt nur gemeinsam und im Austausch miteinander. Sie braucht Inklusion, sprich eine Entscheidung auf politischer Ebene oder nur auf wirtschaftlicher Ebene reicht nicht. Es muss gemeinsam gehandelt, gemeinsam agiert werden und sie braucht Inspiration, damit man sich kreativ ausleben, weiterdenken kann. Und was uns vor allem auch wichtig ist, sie muss Spaß machen. Also ein Wandel gelingt, glaube ich, nur gut, wenn wir ihn fühlen, wenn wir ihn begreifen können und wenn er einlädt zum Mitmachen. Wir haben uns deshalb zwei Fragen überlegt, die wir gerne jetzt in die Runde spielen möchten, nämlich zum einen, an was für Angebote könnt ihr denken? Kennt ihr vielleicht schon Beispiele, die genau diese Faktoren eben garantieren? Und Frage Nummer zwei, in welchem Format kann sich Circular Economy für euch entfalten? Also was ist euch wichtig? In welcher Räumlichkeit, in welcher Dienstleistung, wie muss sich das anfühlen und gestaltet werden?